Hey, so ein Konnichiwa, hier ist wieder euer Kern zurück mit Let's Play Super Mario Bros. 3 mit dabei. Hallo, mein Name Luigi, ich spiele Mario Bros. Ja, jetzt spiele da auch, mach mal. Story of my life. Mhm. Wir wissen nicht, wie lange mein Netz noch hält, also es kann sein, dass es gleich einen Schnitt gibt, weil mein Internet mich mitten in den nächsten 5 Minuten rauskicken könnte. Ja. So, aber erst... So, da sind wir wieder. Zurück. Ihr habt gar nichts verpasst, es ist gar nichts passiert. Außer, dass das Internet eine Sekunde, nachdem ich gesagt habe, es würde abschmieren, abgeschmiert ist. Ich fand's geil. Ich hab's prophezeit. Ach, ich fand es jetzt irgendwie sehr gut. Na, dann machen wir jetzt ordentlich weiter und er schmeißt mit seinen Kugeln. Und auch, ne? Ja, das Level scheint ja ganz human zu sein. Ausnahmsweise mal. Er hat dir ein Item aktiviert. H für Hell. Wahrscheinlich kommt das noch. Ich habe so keinen Bock auf diese Monster Runs. Wo? Ach, das war ja easy. Und geschafft. Jetzt komme ich wieder mit meinem super guten Level. Erstmal gucken, ob ich den Hämmerchen, das Hämmerchen. Oh, ich habe eine Memory Card gehört. Wo? Okay, das Hämmerchen werde ich wahrscheinlich einsetzen, weil in Welt 7 brauchen wir das bestimmt nicht mehr. Mhm. So, ich gehe aber jetzt erstmal zurück. Wir müssen ja immer noch Level 6. Ich glaube, ich heb mir mal den Hammer auf und guck, wie weit wir kommen, weil wenn ich den tatsächlich noch abnippeln sollte, dann werde ich den Hammer kurz davor benutzen, um sicher zu gehen, dass wir weiterkommen. Dass wir nicht alles von vorne spielen müssen. Mhm. Nee. Boah. Okay, das sind die Leben. Wo waren denn die Münzen? Tja, das weiß man nicht. So, was hat nicht denn alles? Da. Nein! Wisst ihr, brauchst du eigentlich, glaube ich, gar nicht wirklich. Das war dieses Scrolling-Level. Ach ja, stimmt, genau, das war's. Wär's ein bisschen doofer, wenn du da abstürzt, hast du wieder einen Pilz verschwendet. Das war's, ich hab vergessen, was es für eins war. Doch. Boah, genau in die Grube gehupft. Das lief nicht so wie gedacht. Ich saß mir den ganzen Weg dahin zurück. Wie ging das irgendwie schaffen, Mann? Guck mal, dass ich hier die Level mache, dann teilen wir das einfach auf. Mhm. Wow. Ich bin gerade ziemlich physisch. Was? Hallo? Ja, ich möchte eigentlich nur gerne einen Block da. Merci. Eine Feuerblume. Naja, bin ich jetzt nicht ganz unglücklich mit, aber es könnte besser sein. Du lässt dich mal in Ruhe, du Sau. Mhm. Irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Noch eine Feuerblume. Jetzt fängt der Blödsinn mit den Munchern an. We don't like the Munchers. Ich frag mich nur, wie man die kaputt macht, weil da ist eine Röhre. Ach, da braucht man, glaube ich, ein Pi... Warte. Luis, das ist nicht mein Batman-Glas. Ich meine zu denken, zu wissen, wie das geht. Hier ist, glaube ich, irgendwo ein P-Switch drin. Ha! Wusste ich's doch. Kann ich die jetzt nicht irgendwie zerschießen? Mhm. So. Mhm. So macht man das. Yay! Wuhu! Jetzt bieße! Jetzt kann ich nicht mehr rutschen. Na egal. Ah, jetzt kann ich Hammer werfen. Geil. Geil. Das ist Hammer. Ich finde das ganz schön Hammer. Ich finde das Hammer hart. Jetzt darfst du dich halt nur nicht treffen lassen oder K.O. gehen. Boah, bei mir bist du ins Loch gefallen. Ja, aber es ist gerade auch... Was? Rüdiger war online? What the fuck? Ja, der war online. Der ist auch schon wieder da. Hey, du Ekelhafter.
Tja, das war's. Um Gottes Willen. Dann bräuchtest du Anlauf. Hol dir lieber Anlauf. Ja, ich muss von der Kante aus abspringen. Upsala. Ja, geil. Okay. Da konnte ich mir jetzt nicht sehen, wo der Abgrund ist. Ich hasse solche Blind Jumps. Oh, geschafft. So, mal gucken, wie oft ich hier bei meinem Level noch verrecke. Ich will das schaffen, ey. Das hat jetzt meinen Kampfgeist geweckt. Ich lass mich doch von Level 3 nicht unterkriegen. Na, ich hoffe es doch mal nicht. Endlich komme ich nicht mal mit. Ja. Suizidpilz. Ich fick einen Keks. Was? Oh Mann. Lass das mal unkommentiert im Raum stehen. Mhm. Ja, fuck. Das auch. Ich bitte darum. Oh, 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 oh. Wow. Hast du ja nochmal Glück gehabt. Kommen die oben oder auch unten? Ich glaube nur oben. Nur oben. Gut. Oh, ei, ei, ei. Boah, dieser Scheißlauf. Ja, jetzt. Boah, ey, dieses Scheißband. Solche Laufbänder sind mies. Jetzt darf ich immer wieder darüber rennen, bis ich es einmal schaffe. Ich war, glaube ich, sogar mal am Ende des Levels, oder? Kann sein. Boah, ich habe nicht mehr viele Leben. Ja, du hast, bevor du den Panzer abgeschossen hast, nach rechts geguckt. Deswegen hat der Pilz sich auch verabschiedet. Ey, halt. Plupp. Zum Geier. Boah, ich hab keinen Bock mehr auf dieses Level. Ich bin leider auch gerade klein. Ich hab keinen Bock mehr auf das Level, ich gehe jetzt mit den Mädels. Die sind mir jetzt egal. Wollen wir sie trotzdem machen? Wo gehst du jetzt hin? Ja, Level 3, denke ich. Wollen wir die nicht irgendwann fertig kriegen? Warte mal, du wolltest doch auch diesen einen Stein kaputt machen. Ja, ich habe aber noch 2 Leben. Also erst, wenn ich nur noch ein Leben habe und dran bin und dann... Probier es auch mal Level 3. Nachdem ich das erste Mal richtig schön ins Klo gegriffen habe. Ab. Stillhalten, Luigi. Hä? Was zum Geil? Was ist da denn jetzt passiert? Wenn ich's weiß, sage ich's dir. Wenn du dir die Wiederholung ansiehst, wa? Das sah echt merkwürdig aus. Und ich kann mir selber auch beim besten Willen nicht erklären, was ich da getan habe. Ja, hab's vorhin gesagt, die mit der schreibt. Hat gerade gemeint, sie sei noch voll im Halbschlafen, eigentlich voll kaputt. Ups. An dem Cooper bin ich da vorhin vorbeigeflogen. Ich erinnere mich. Oh. Gut. Weil wenn wir die Level alle mal geschafft haben, müssen wir sie nicht nochmal zeigen. So, Moment. Ja, da. Es gibt nur noch 4 Level, die für uns relevant. Und das hier ist gerade so ein knackiges Level. Ey. Boah, das war fies. Da bin ich da runtergerutscht. Boah, leck mir doch die Brezel blank. Das merke ich mir, der Spruch ist gut. Was haben wir hier eigentlich? Ah, die Höhle. Nein.
Nee, was ist das denn? Was? Zum Geier? Das ist auf jeden Fall ebenfalls eine Höhle. Ich frage mich nur gerade, was besser ist, oben oder unten. Ich gehe mal oben lang. Im Zweifelsfall will man eigentlich immer oben bleiben. Na fuck. Das ist aber... Ah, okay, da gibt's ein Item. Komm du mal her, damit ich dich kaputt machen kann. Ich fühle mich weitaus sicherer, wenn ich so an das Item rankomme. Da sind Cheep-Cheeps drin. Das finde ich ja sehr interessant. Was? Du hast den überrannt. Ja, das komm. War unfair. Ja doch. Das war hochgradig unfair. For fucking sure. Kommen hier auch Cheep-Cheeps raus? Nein, ich mache jetzt einfach mal den Unterwassergänger. Hi, du drehst doch um, danke. Gott. Ich mach's aber auch wieder Spaß. Oh, scheiße. Ist das so ein Labyrinth? Ich hoffe mal weniger, ich hasse Labyrinthe. Mhm. Gucken, wo ich lang kann. Hier rauf. Kurz warten, bis der Cheep-Cheep... Okay, erstmal gucken, wie er schwimmt. Okay, ich muss jetzt rein. Und? Jawohl. Jawohl. Jetzt rüber. Bloß keinen Mist bauen und den Pilz behalten. Reines Unterwasserlevel, auch mal interessant. Ich hab mich doch geduckt, du Schweinehund. Das war voll gay, oder? Das war voll gay, Luigi. Was bildet ihr euch ein, ihr bösen Burschen? Boah, Gott im Himmel, Jesus, Teresa, Maria. Wieso? Tritt mich ins Knie, du Bastard! Du bist da voll drauf gesprungen. Aber sowas von voll drauf. Ah, da war das Ende. Ich könnte mich gerade ins Gesicht schlagen. Komm, ich versuche es mal. Fuck. Oh, das ärgert mich jetzt gerade. Ich habe gerade meinen Sprung nicht mehr kontrollieren können. Ich bin mit offenen Augen ins Verderben gesprungen. Mhm. Ist das Level nicht, aber ich habe es voll verkackt. Das nervt mich jetzt. Hätte mich die Piranha nicht getroffen, dann wäre ich da wahrscheinlich noch lebend rausgekommen. Nein! Genau das ist mir auch passiert. Das ist so mies mit den Fischen. Vor allem, wo zur Hölle sind die denn da bitte schon in ihren Mini-Aquarien oder was? Boah, jetzt haben wir auch gerade wieder übelste Lags. Mhm. Ich glaube. Okay. So. Nee, da war falsch. Da war nicht richtig. Ja, ich wollte dem Dingens da nur ausweichen. Da war nicht richtig. Nein! Ach, Mann. Das musst du noch üben. Der ist weg. Es leckt gerade wieder. Jetzt. So, jetzt hat sich's wieder eingependelt. Ich glaube, das ist keine gute Idee, da lang zu schwimmen. Ging. Okay, jetzt bist du schon so weit wie ich war. Es kommt gleich nochmal dieser Run über die Cheep-Cheeps und diese komischen Werfdinger. Das Ding am Ende hat mir aber echt das Genick gebrochen, das war fies. Mhm. So. Oh, geschafft. Nein, noch nicht ganz. Boah, Gott, du bist gerade eben tot gewesen bei mir. Hui. Boah, ist doch schön, mal wieder ein Level beendet zu haben. Gut, jetzt haben wir alle regulären Level bis auf den 9er. Das heißt, den Kram müssen wir uns jetzt nicht nochmal antun. Oh, Mann. Bedeutet, im Bedarfsfall kann ich also auch mal den Felsen da smashen. Den Felsen vor der Röhre. Mhm. Wäre aber schön, wenn ich das nicht tun müsste. Ich würde mich freuen, wenn ich das auch so hinbekomme. So, was habe ich denn da im Angebot? Gib mir einen Pilz. Dann schaue ich mir gleich noch Level 9 an.